Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Videoclip. Und heute bin ich am Pützchensmarkt. Ja, und jetzt nehme ich euch mit auf den Main Tower von Funtime, von der Firma Ordelmann. Ja, es geht los. Ich war auch bei der Eröffnung gewesen in Bergheim am Hubertusmarkt. Und einer meiner Favoriten, Freefall Tower. Der Hersteller ist die Firma Funtime. Ist ein Freefall mit Kippeffekt. Also die Besonderheit ist, dass man nach vorne kippt. Und hat eine Kapazität von 20 Personen. Die Premiere war 2017 in Bergheim auf dem Hubertusmarkt. Hallo, mein Name ist Toni Schleifer. Ich stehe hier auf Pützchensmarkt 2018 mit der Fahrt ins Paradies, einem historischen Fahrgeschäft aus dem Jahr 1939. Zum allerersten Mal auf Pützchensmarkt sind wir dieses Jahr sogar eine Neuheit damit. Eine Berg- und Talbahn, fast komplett aus Holz gebaut, das Ganze. Es war über 50 Jahre eingelagert in einem Schuppen. Man hatte es doch vergessen. Ich habe es zufällig im Jahr 2003 entdeckt. 7 Jahre lang aufwendig restauriert und es befindet sich jetzt hier und heute in einem nahezu 100%igen originalen Auslieferungszustand. Ist damit auch das letzte Exemplar und einmalig auf der ganzen Welt. Unser Karussell befindet sich wie gesagt im Originalzustand, wird hier auf Pützchensmarkt dieses Jahr als Neuheit auch relativ gut angenommen. Also ich bin sehr zufrieden, hier dabei zu sein. Gebaut wurde das Ganze von der Firma Friedrich Hain. Friedrich Hain war die erste Karussellfabrik der Welt, hat 1870 damit angefangen, zuerst mal Karusselltiere herzustellen in Serie und später dann die Konstruktion und Planung ganzer Karussells und Fahrgeschäfte. In den 20er, 30er Jahren hat man dann die sogenannte Schlickerbahn. Es gibt noch eine von diesem Exemplar, das ist die Zugspitzbahn, die steht noch immer auf dem Oktoberfest in München, das ist eine Orrenhain-Karussell. Oder halt unsere Berg- und Talbahn wurde im Fachjargon als blaue Fahrt betitelt oder Fahrt ins Blaue. Aber unser Karussell heißt halt Fahrt ins Paradies. Jetzt hier im Anschluss, unser nächster Platz ist München Oktoberfest. Dort stehen wir auf der Eudenwiesen. Schon seit Beginn dieser Geschichte, seit 2010, wo die erste Jubiläumsveranstaltung stattgefunden hat, sind wir doch mit dabei. Was hat Ihnen so gut gefallen an der Fahrt? Ja, mir hat besonders gut gefallen die Live-Musik und diese rasante Fahrt, die man eigentlich bei so einem alten Fahrgeschäft nicht erwartet hat. Ja, genau das ist das, man steigt da ein, denkt, das ist alt, das wird langsam, aber dann geht es trotzdem richtig rund zum Schluss. Das ist schön. Und Sie sind auch der Meinung, dass so alte Fahrgeschäfte erhalten werden müssen? Ja, auf alle Fälle, weil ich habe zum Beispiel Beschwerden, ich kann diese anderen Fahrgeschäfte gar nicht mehr fahren und ich habe hier trotzdem Geschwindigkeit und Spaß. Ja, es macht eigentlich die Geschichte aus dieser Jahrmärkte, diese alten Fahrgeschäfte, ne? Die Ursprünge, wo das alles herkommt, und es hat sich eigentlich nur ein bisschen weiterentwickelt, aber rasant sind die alten immer noch. Ne? So, darf ich Sie vielleicht mal fragen, von welchem Jahrgang Sie sind? Ja, das kann ich sagen, Baujahr 1944. Und wir stehen da hier vor einem ganz alten Karussell. Was ist das Besondere daran? Das Besondere ist, dass mit so viel Enthusiasmus und mit so viel Liebe dieses Karussell wieder aufgebaut wurde. Und das hat mich einfach inspiriert, jetzt damit auch eine Fahrt zu machen, um auch einfach das zu loben. Ja?
Und wie sind Sie darauf aufmerksam geworden? Aufmerksam bin ich geworden, das war damals schon in Bonn am Münzerplatz. Und da habe ich leider nicht die Gelegenheit mitzufahren. Und jetzt habe ich also den Tag heute ausgenutzt, den Dienstag, als Rentner, dass ich also einfach sagen kann, so, jetzt genieße das. Und das will ich jetzt machen. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß. Ich bedanke mich recht herzlich. Alles Gute. Und jetzt geht's auf Octopussy. Ein absolutes Muss auf dem Pützchensmarkt ist Octopussy von der Schaustellerfamilie Markmann. Übrigens für die Leute, die sich nicht so auskennen, der Hersteller ist die Firma Schwarzkopf und der Typ Monster 3 und das Baujahr war 1984. Ja, liebe Kirmesfreunde, Hexentanz Markmann. Und ich habe hier ein bekanntes Gesicht. Ja, erstmal hallo. Hi, Markus. Sag mal, stell dich mal vor für die Leute, die dich nicht kennen. Ja, ich bin der Phil, ich bin der Rekommandeur am Hexentanz. Sag mal, wie wird das eigentlich gesteuert? Also, ich nehme mal an, man muss erstmal da die Pumpe einschalten. Oder wie geht das hier bei dem Pult, hier bei dem Geschäft? Alles klar, was ist hier los? Klar, es muss als erstes wird die Steuerung eingeschaltet. Dann wird die Pumpe zugeschaltet, dann bekomme ich eine Freigabe, dass alle Gondeln da sind und dann kann ich eigentlich erst fahren. Das bedeutet, wenn irgendwas sein sollte, ist egal, ob es jetzt ein Stecker, ein Sensor oder sonst was ist, ich kriege keine Freigabe, wenn nicht alles da ist. Dann kann ich nicht fahren. Und hier rechts ist kann man die Geschwindigkeit regeln der Gondeln. Genau, das ist die Drehgeschwindigkeit der Poti für die Gondel. Und damit steuern wir quasi eigentlich auch den Richtungslauf, also das heißt schnell oder langsam. Und links oder rechts haben wir dann hier oder Gondel gegenläufig. Das bedeutet dann, dass eine Gondel rechts rumdreht und eine Gondel links rum. Und dann packt mich so ein Computerprogramm und wenn dann mal abstürzt, dann gibt es auch so einen Reset-Knopf, ne? Genau, dann haben wir noch eine Reset-Taste. Und die Reset-Taste ist dafür da, dass wenn wir zum Beispiel auch einmal einen Stromausfall haben, dass wir in das Notbergungsprogramm noch reingehen können und trotzdem die Leute noch runterholen können, egal wie. Ihr habt ja hier auch noch so ein, wie soll man sagen, so ein Display. Was kann man denn da einstellen? Das Display ist dafür da, dass wenn mal eine Gondel nicht gerade parkt, dann drücken wir zum Beispiel, sage ich jetzt mal, auf die 5 und er zeigt mir genau an, welcher Sensor nicht da ist. Dann habe ich einen Schlüsselschalter, mit dem muss ich die Freigabe manuell geben und einmal auf die Automatik drücken und dann stellt er sich automatisch nochmal selber nach. Arm durch die Mitte, wir machen's los und tschüss. Und das Ganze nochmal andersrum, na sicherlich, wir sind noch lange nicht fertig. Dann machen wir das Ganze nochmal, Endspurt, Baby. Ich glaube, du hast da so richtig Spaß. Ich bin halt mit dem Herzen dabei und das sind, sag ich mal, viele bei uns, also viele Kollegen sind wirklich auch noch mit dem Herzen dabei. Aber es gibt halt auch so die ein oder anderen Personen, die es halt wirklich machen, nur damit sie irgendwie, weiß nicht, sich toll vorkommen. Und das ist halt
sag ich mal, das ärgert halt die Kollegen, die wirklich mit dem Herzen dabei sind, weil die machen uns damit wirklich den Spaß kaputt. Aber du kommst nicht von der Reise, ne? Du bist ja irgendwie so da reingekommen, ne? Genau, also es war eigentlich ein relativ dummer Zufall. Und ja, es hat sich halt immer mehr gesteigert und ja, seitdem ist es immer mehr geworden und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, jetzt will ich es machen und jetzt ziehe ich es auch durch. Sag mal, wo geht's denn noch hin mit dem Hexentanz dieses Jahr? Wir fahren jetzt von Pützchensmarkt, eine Woche haben wir Stillstand. Dann fahren wir nach Erlingen, dann zum Kramermarkt, dann haben wir noch einen Platz, der ist geheim. Und dann fahren wir noch nach Werne und dann war es das, glaube ich, auch. So, ich würde mal vorschlagen, wir sehen uns in Werne nochmal. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn viele davon euch kommen. Werne ist auch immer eine schöne Kirmes. Definitiv, Werne ist richtig schön. Richtig geil. Ja, dann vielen Dank für das nette Interview. Gerne, Markus, gerne. Ja, liebe Kirmes- und Breitlappack-Freunde, ich bin mal wieder am Pützchensmarkt und hier bei einem super tollen Geschäft. Kannst du dich vielleicht mal vorstellen? Ja, ich bin der Mike, ich komme selber aus Lingen. Bin Rekommandeur und leitender Angestellter bei den Gebrüdern Boos am Flyer. So, manche wissen es ja noch nicht. Wie hoch ist denn das? Ja, der Turm ist 80 Meter hoch. Wir fahren eine Spitzengeschwindigkeit von 70 km/h. Ich habe gehört, das wird automatisch gesteuert. Genau, wir haben 4 Fahrprogramme. Wir fahren am meisten das Programm 4. Das geht dann 4 Minuten 20. Da haben wir 3 Fahrabläufe drin. Und wenn es dann natürlich ein bisschen voller ist, dann wird das Programm auch mal gewechselt, ne? Du bist jetzt seit 4 Monaten dabei? Genau, seit 4 Monaten bin ich dabei. Es macht Spaß. Kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Bist du Schausteller oder bist du so dazugekommen? Nö, ich bin damals so dazugekommen. Sah klein aus, seit, ja, ich sag mal, 12, 13. Lebensjahr mache ich das. Ja, und ohne geht's nicht mehr. Einmal Reisender, immer Reisender. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Oder war das irgendwie so im Blut seit Kind? Ja, auch seit Kind an dem Blut, ne? Familie steckt noch mit drin. Aber mich kann man nicht fesseln. Ich wechsle von Geschäft zu Geschäft, lerne viele Leute kennen, viele Freunde. So, ihr seid ja schon das zweite Mal beim Pützchensmarkt dabei. Ja, zweite Mal, hat sich auch wieder gelohnt, hat Spaß gemacht mit den Leuten hier. Heute ist der letzte Tag. Ich denke mal, hier passiert noch so einiges. Das Feuerwerk steht ja noch an. Und ich hoffe, dass wir das dritte Mal auch noch wiederkommen dürfen. Was denkst du, ist das Besondere am Pützchensmarkt? Ja, ich sag mal, die Beschickung, ne? Es ist viel Unterschied drinne. Viel Geschichte auf dem Platz und die Leute, die machen das Fest halt aus. Ne? Die kommen, die haben Spaß, die lachen. Das macht auch von unserer Seite aus Spaß. Viel Spaß noch auf dem Pützchensmarkt und dann sehen wir uns vielleicht nächste Mal wieder. Ne? Ja, würde mich freuen. Bis dann. Ja, liebe Kirmes- und Freizeitpark-Freunde, ich bin hier bei Camaro. Richtig, Camaro C1 Autoscooter. Ja. Von der Schaustellerfamilie Kipp. Richtig, Gressler Kipp und Sohn. Ich selber, Karl-Heinz Kipp. Sag mal, wie lange habt ihr den Scooter schon? Ist jetzt die 26. Saison. Wir hatten letztes Jahr Jubiläum, 25 Jahre. Ja, dies ist ja die 26. Saison. Ja, dann Gratulation nachträglich. Danke, danke. Und auf die nächsten 25 Jahre. Auf jeden Fall. Wir werden natürlich uns immer noch verbessern. Ne? Sachen, die vielleicht, ja, was heißt nicht richtig rund ablaufen. Ich hoffe mal, dass wir die nicht haben. Aber werden wir auf jeden Fall verbessern. Und ja, in den nächsten paar Jahren wollen wir dann auch den Autoscooter mal neu lackieren. Und auch mit der neuen RGB-Technik beginnen, alles umzurüsten. Ne?
Bleibt der Name Camaro oder wird dann demnächst irgendwas Neues kommen? Nee, ich denke, der Name Camaro C1 wird bleiben, weil das ist halt, ja, wie soll ich sagen, der Kult bei uns. Ne? Die Leute wissen ganz genau, Camaro C1, das ist der Autoscooter. Ja, unsere Kirmesfreunde, die auch immer dabei sind und Fans von unserer Facebook-Seite. Also, ich bekomme auch viele Anfragen, ob wir nicht weiter wegfahren könnten, aber es ist eigentlich so, dass wir meist im Umkreis Bonn fahren. Ne? So, einer unserer weitesten Plätze ist Wittlich, die Säubrenner Kirmes. Ja, aber da sind wir auch unter dem Namen Camaro C1 bekannt. Also du bist ja ein geborener Schausteller. Ja, richtig. In Bonn geboren, Schaustellerfamilie reingeboren. Meine Eltern waren beide Schausteller. Schöne Seifen kam damals aus Bonn, ist danach nach Köln. Familie Grissler aus Bonn. So, danach mein Opa Kipp, auch dann in Bonn. So, und Grissler Kipp und Sohn ist schon... Ja, da gibt es auch eine History von, wie lange wir schon... auf Kirmesplätzen sind. Sag mal, wie alt bist du hier? 20 Jahre dieses Jahr geworden, ja. Könntest du dir was anderes vorstellen, außer Schausteller zu sein? Also ich habe in der Schule immer gedacht, dass ich mal was mit Karosseriebau, Lackieren und sowas zu tun haben möchte. Aber nachher, als du dann an die Kasse schon dran durftest, heutzutage könnte ich mir nichts anderes mehr vorstellen. Das ist schon mit Herzblut dabei. Wie lange dauert das eigentlich, den Scooter hier aufzubauen oder abzubauen? Also aufzubauen, das ist relativ, das ist alles unterschiedlich. Ne? Es kommt immer darauf an, wie ist das Personal gelaunt, so, wie läuft alles ab, unter Baustellen, ist jetzt Wiese, ist es jetzt fest. Also ich sag mal so, wir haben hier in Pützchen haben wir morgens um 9 Uhr angefangen und waren um 5 Uhr komplett fertig mit Aufbauen. Also ich sag mal so, das ist so der Durchschnitt. Ne? Einen Tag, das ist gar kein Problem. Wir haben es schon geschafft in knapp 5,5 Stunden. Abbau ist genau dasselbe. Ich sag mal, gutes Personal. Alle wissen, wo jedes Teil hinkommt. Ist es kein Problem, in 3, 3,5 Stunden abzubauen. Es gibt natürlich auch welche, wenn das Personal neu ist, wenn das Personal nicht weiß, wo die Teile hinkommen, da baut man auch schon mal 4, 5, 6 Stunden ab. Ne? Also das ist unterschiedlich. Habt ihr eigentlich einen Kran zum Ab- und Aufbauen? Nein, wir haben keinen Kran. Ich sag mal, toi, 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 zum Glück auf der einen Seite. Ne? Weil alles, was man mit dabei haben muss, könnte vielleicht kaputt gehen, würde aufhalten. Wir haben nur einen Auflieger und haben 3 Plattenkarren, wo wir die Platten mit reinfahren. Und wenn da mal ein Reifen kaputt geht, wechseln wir den. Da haben wir auf Reserve. Und ja. Also wir haben einen Transport, den wir mit dran fahren müssen. Ansonsten ist alles im Geschäft mit eingebaut. Wie ist das, eure Fahrzeuge hier am Scooter? Ne? Sind die irgendwie so eine neue Generation oder sind das noch so ältere Modelle? Also die Autos auf dem Scooter haben wir 2013 neu bekommen. Ja, den Bonvol damals, das war der Prototyp von der Firma C&S. Wir waren die ersten, die bekommen haben. Und ja, kleine Schwierigkeit mit LEDs, da muss man tauschen, hier muss man tauschen, weil es halt der Prototyp war. Ne? Also, ich sag mal so, Kinderkrankheiten sind immer, die sind bei jedem iPhone, bei jedem anderen Kleinigkeiten. Ne? So, ich sag mal, jedes erste Fahrgeschiff, was rauskam, lief auch nicht direkt rund. Ne? Und ja, aber soweit sind wir eigentlich sehr zufrieden. Wir haben Stoßdämpfer, eines der neuesten Techniken in Autos. Und ja, soweit kann ich darüber eigentlich nicht meckern. Also das bedeutet, dass wenn die Leute sich da anstoßen, dann ist das ein bisschen sanfter als normal. Ja, richtig. Es gibt viele Autos, die haben halt keine Stoßdämpfer. Da ist, wenn man zusammen also sich rammt, hört man auch dieses Knallen. Das ist bei uns nicht. Die Autos fahren ineinander und stoßen wieder zurück. Durch den Stoßdämpfer halt. So, es ist schon ein schonenderes Fahren. Wir haben einen Lenkradschutz. Das heißt nicht mehr wie damals, die Zähne fallen aus oder stecken im Lenkrad. Ja. Also eigentlich schon sicheres Fahren, ne? Und ruhigeres Fahren. Wie denkst du eigentlich, wird das weitergehen mit der Kirmes? Also ich denke, solange es immer noch Menschen gibt, die Kirmes, ja, wie soll man sagen, Kirmes im Blut hat. Ne? Ich sag mal, hier in Pützchen sieht man sehr den Freundeskreis Pützchensmark. Ich habe keinen gesehen, den ich vom Freundeskreis Pützchensmark, der sich nicht, wenn er eine feste Arbeit hat, Urlaub über Pützchen nimmt. Ne? Die haben Pützchen im Herz. Und so lange wird es uns auch noch geben. Ich sag mal, Kirmes-Fans, auch so wie du jetzt. So, wenn es dich nicht geben würde oder andere Kirmes-Fans,
ja, dann würde es uns irgendwann auch nicht mehr geben. Aber es gibt diese Menschen noch und das wird weiterhin gefeiert. So, ich sag mal, es ist traurig, wenn Generationen, Betriebe oder generell, ich sag mal, Kult kaputt geht. Für was, ne? So, es wird immer bleiben. Also viele sind da sehr optimistisch und sagen, ja, nee, es gibt uns nur noch ein paar Jahre. Aber daran denke ich gar nicht, weil wenn man ans Ende denkt, ist es zu nah. Was meinst du eigentlich, wie sieht die Zukunft aus? Schneller, höher und weiter oder vielleicht mehr Klassik und Geschäfte, die es schon lange gibt, aber die sich bewahrheitet haben und dann ein paar Neuheiten oder demnächst nur noch Hightech? Also ich denke mal sehr, dass es sehr viel weitergeht, ne? Zum Beispiel wie unser Gleichrichter am Autoscooter jetzt, das ist ein reiner Mechanismus. Fahren, Chipperwurf, anhalten und sowas, das ist ein reiner Mechanismus. Selbst ich habe heutzutage einen Computer bei mir im Gleichrichter drin. Also wenn ich irgendeinen Fehler habe, dann rufe ich bei der Elektrofirma an, die klemmen mir einen Laptop an und sehen, was kaputt ist, ne? So, jetzt sage ich mal so, höher. Der Power Tower von Schneider damals, so, war eines, ich glaube, 66 Meter oder hoch, wie hoch er ist, so, eines der höchsten transportablen Türme, so, dann kommt der Freifallturm auf einmal von Götzke mit 80 Metern und all so Zeug, ne? Also ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll, weil Höhe, ja, irgendwann haben wir einen Freifallturm, der ist 200 Meter hoch, aber da ist kein anderer Effekt, als wie es von 80 Meter ist, sage ich mal, ja, ich denke mal, dass auch viele Klassiker auf einmal wieder. Bitteschön. So, 4, 6, 8. Also ich glaube, man darf auch nicht über 100 Meter gehen wegen Flugverkehr. Ne? Das ja, das meine ich ja. Das ist jetzt so eine grob geschätzte Zahl. Ne? So, aber wo soll das Ganze noch hinführen? Immer schwerer, ich sag mal so, einer der schwersten Mittelbauwagen, die es auf der Reise gibt, hat meine Schwester, das ist ein Predator, so mit 7 Achsen. Ne? Also ich sag mal, wo soll das noch hinführen? Ne? Was soll schwerer gebaut werden? Aber das Problem ist zum Beispiel, ein Kultgeschäft wie der fliegende Teppich war, ich meine, wenn ich mich nicht täusche, Hartmann der Letzte, der jetzt auf Reisen war, so ist jetzt auch im Ausland. Das sind Geschäfte zum Beispiel, wo ich sage, ja, das ist ein Kultgeschäft, aber wenn man das auf Pütze ins Mark stellen würde, ich denke, da würden die Leute eher lachen, ne? Weil das ist der Adrenalin für die Jugend zu wenig. Und für die Eltern mit den kleinen Kindern schon wieder zu viel. Ne? Dieses Mittelding ist halt nicht mehr so da. Ne? Das ist, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es wird immer schneller, immer höher, immer größer. Ne? Immer mehr Hightech. Das ist auf jeden Fall. Ja, im Hintergrund seht ihr die Kultgeisterbahn, die Geisterschlange von der Schaustellerfamilie Lehmann.
zur Geisterschlange. Wusstet ihr eigentlich, dass der Hersteller die Firma Mack ist, dass das Baujahr 1979 ist? Übrigens, die Geisterbahn ist von der Schaustellerfamilie Emil Lehmann aus Stuttgart. Ja, zum Typ 3-Stock Geisterbahn. Und hier seht ihr einen Klassiker unter den Achterbahnen, den Rock'n'Roller Coaster. Hier einige Informationen zum Rock'n'Roller Coaster. Die Erstauslieferung dieser Art von Achterbahnen war 1964 von der Firma Schwarzkopf GmbH, und der Designer Werner Stengel hat die konstruiert. Ja, und die Typbezeichnung ist Wildcat. We'll be right back.
So, liebe Kirmes- und Freizeitpark-Freunde, ein schöner Tag geht zu Ende. Wir sagen jetzt Tschüss aus Pützchen. Ja, ich sag auch auf Wiedersehen. Heute Abend noch das Feuerwerk. Dann sind 651 Jahre Pützchensmarkt auch schon wieder vorbei. 5 anstrengende Tage, aber auch schöne Tage. Ja, und ich sag Tschüss bis zum nächsten Videoclip. Und wir winken jetzt nochmal.